Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, Sie auf unserer schön geschmückten Klebeck-Halle begrüßen zu können. Nicht nur mit Blumen schön geschmückt, ich denke auch mit schön geschmückten Musikern. Sieht gut aus von hier unten. Ich begrüße als Gäste unsere Musikerkollegen aus Schwanau, Geseke, Eifel und Wewelsburg. Herzlich willkommen auch unserem Ortsvorsteher Heinz Niggemeier. Wo ist er? Ja. Ich begrüße den Vorsitzenden des Volksmusikerbundes, den neuen Vorsitzenden, muss man sagen, Uwe Zimmermeier. Der wird dann gleich die Ehrung vornehmen. Schönen Dank. Und die Vorsitzende des Stadtmusikverbandes, wo ist er? Annette Stracke? Ach ja, hast dich eingereiht. Ja, ich kriege einen extra Applaus. Ja, und dann natürlich die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Salzkotten, Betty Kreuper. Herzlich willkommen. Ich möchte da noch mal was in eigener Sache sagen. Das erwähne ich jetzt einfach mal. Schöne Grüße an Herrn Michael Dreyer. Er lässt sich selten hier blicken. Ich sag mal, Niederndorf liegt nicht am Ende der Welt, sondern nur am Rande von Salzkotten. Es wäre schön, wenn er auch mal erscheint. Die letzten Konzerte waren nie da, hat er sich immer vertreten lassen. Ich sag mal, unser Blasorchester sehens- und hörenswert ist. Beides möchte ich einfach mal sagen. Ganz herzlich willkommen, liebe Tudorfer, liebe Gäste aus nah und fern. Schön, dass Sie Platz gefunden haben in unserer kleinen Zeitmaschinenkombüse, denn wir wollen heute Abend mit Ihnen eine kleine Zeitreise unternehmen in die zurückliegenden 40er bis 90er Jahre. Thank you.
Herrn Uwe Zimmermeier mal einmal nach vorne bitten. Jetzt wollen wir die Ehrungen vornehmen. Wir haben vier Musiker und Musikerinnen, die schon seit 20 Jahren jetzt in der Musik tätig sind. Die werden geehrt vom Volksmusikerbund. Sie werden nicht nur geehrt für ihre Musik, sondern auch für ihr hervorragendes, aktives, musikalisches Engagement und so Engagement auch in unserem Verein. Ich darf dann einmal nach vorne bitten Vanessa Becker, Daniela Steinhagen, Udo Stellbrink und Klaus Thiele. Ich verlese einmal den Text der Urkunde, er ist bei allen gleich. Urkunde in Anerkennung der 20-jährigen aktiven Musiktätigkeit für die Volksmusik verleihen wir den Herrn Udo Stellbrink mit dieser Urkunde die Ehrennadel in Altsilber. Der Volksmusikerbund Nordrhein-Westfalen, Kreismusikerbund Paderborn. Paderborn im 23. März 2013. Gezeichnet so und so. Zu Ehren, der vielleicht ganz unseren Glück weiß heute, und das ist unser Dirigent, der ist seit 10 Jahren hier, Hans Delwig. Ja, auch für 10-jährige Dirigententätigkeit ist, ich denke mal, das ist auch ein harter Job, den der Herr Delwig damit erledigen muss, also so eine ein großes Orchester, so eine Horde Raubtiere, sage ich mal, einfach so zu bändigen und im Zaum zu halten, immer die richtige Stückauswahl zu treffen und entsprechend die Leute so bei Laune und zu fit zu halten, dass man heute seine Höchstleistung abgibt. Da gehört schon ein bisschen Fingerspitzengefühl für, und dafür möchte ich Herrn Delwig nochmal recht herzlich danken. 10 Jahre Tätigkeit ist schon eine ganze Menge. Ich denke mal, in 10 Jahren stehen wir hier beide wieder. Ich auch.